Wenn ich gewusst hätte, wie sehr dich das Ganze runterzieht, dann... Vor allem Uli hätte mir von euch erzählen müssen, nicht du. Uli ist ziemlich fertig und muss die ganze Zeit an dich denken. So? Milli, kannst du uns nicht nochmal eine Chance geben? Ich habe nochmal mit von Rundfeld gesprochen. Es sieht so aus, als hätte er noch einen kleinen Etat in petto. Ja und? Er macht ein Buch. Du hast die Wohnung gekauft? Ich wollte dich überraschen. Ich denke, du hast für Arno kein Pfennig Geld. Erklären. Na, da bin ich ja mal gespannt. Entschuldigen Sie, aber ich habe noch einen wichtigen Termin. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Behrens. Ich rufe Sie an. Also? Also, das Ganze kommt dir sicher ein bisschen merkwürdig vor. Ja, allerdings. Eigentlich bist du nur zum falschen Zeitpunkt gekommen. Wohl eher genau zum richtigen. Ich wollte dich mit dem Kauf der Wohnung überraschen. Ich habe immer gedacht, du hast kein Geld. Naja, das war meine eiserne Reserve. Hart zusammengespart. Und warum hast du diese eiserne Reserve nicht Arno angeboten? Du hättest mir sagen können, was zwischen Uli und dir läuft. Stattdessen habt ihr mich beide voll auflaufen lassen. Das war scheiße, ich weiß. Das kann man hinterher immer sagen. Ich wollte auch nur, dass du weißt, dass es mir leid tut. Falls du uns brauchst. Uns? Uli und mich. Wir sind immer für dich da. Hoffentlich weiß Uli von deinem großzügigen Angebot. Uli sieht das genauso wie ich. Na dann. Also. Vielleicht bis später. Tschüss. Störe ich? Oh nein, oh nein, komm ruhig rein. Ich überlege nur gerade, wie ich die Aufteilung mache. So ist es besser, oder? Das kommt drauf an, wie viel Text du hast. Ich möchte auf keinen Fall, dass die Seiten zu voll sind. Willst du nicht mal eine kleine Pause machen? Um was zu tun? Nicht, was du denkst. Aber was hältst du davon? Oh, das ist lieb von dir, Henny. Hm? Danke. Christiane hat mir gesagt, dass du nicht zum Essen kommst, weil du so viel arbeiten musst. Ja, ich möchte einfach fertig werden. Aber auf die halbe Stunde kommt es doch nicht an, oder? Aber dann gerät mein ganzer Zeitplan durcheinander. Aber irgendwann musst du doch was essen. Weißt du, wenn ich mich nicht diszipliniert dran setze, dann kann ich es gleich bleiben lassen. Ach komm, übertreib doch nicht. Henning, das Buch muss richtig gut werden, damit der Verlag keine Verlustgeschäfte macht. Das wird schon nicht passieren. Wieso bist du da so sicher? Wenn von Rohnfeld glauben würde, dass der Bildmann sich nicht trägt, hätte er dir nie eine Zusage gemacht. Aber noch bin ich nicht fertig. Und ich habe mindestens so hohe Ansprüche wie mein Verleger. Na gut, du hast gewonnen. Ich verschwinde. Aber nur unter einer Bedingung. Aha. Wenn du hier fertig bist, reiten wir zusammen aus. Okay, versprochen. Das hast du jetzt nur gesagt, um mich loszuwerden. Stimmt. Also, bis später. Bis später. Ich habe die Wohnung auch für dich gekauft. Und was ist mit Arno? Wir ziehen hier fröhlich in unsere Eigentumswohnung, während er gerade sein Haus verliert. So ist das Leben. Du bist doch nicht normal. Ja, was hätte Arno von meinen paar hunderttausend Mark, wenn sie dann gleich in der Konkursmasse verschwinden? Du hättest es ihm trotzdem anbieten müssen. Arno hätte keinen Pfennig von mir angenommen, so stolz wie er ist. Er hätte mit dem Geld vielleicht sein Haus retten können. Es tut mir leid, Steffi, aber du bist naiv. Und du total egoistisch. Wenn dir Arno so leid tut, warum bietest du ihm kein Geld an? Wieso ich? Ach, du hast doch selbst 300.000 Mark. Das wäre besser als nichts. Woher willst du wissen, dass ich das nicht vorhatte? Tatsächlich. Ja, tatsächlich. So, wie war das jetzt mit Tom? Er hat sich bei dir entschuldigt. Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass er es ernst meint. Es fällt ihm reichlich spät ein. Das habe ich ihm auch gesagt.
Aber ist doch schön, dass er es gemacht hat. Immerhin. Ein Schritt, ja. Vielleicht hätte ich mich an seiner Stelle ähnlich verhalten. Ganz bestimmt nicht. Er war total verliebt in Uli. Das ist noch lang kein Grund für dieses Versteckspiel. Vielleicht wollte er es ja gar nicht. Ich sehe schon, du hast ihm längst verziehen. Das heißt noch lange nicht, dass ich ihm vertraue. Und was ist mit Uli? Was soll schon mit ihm sein? Wie wäre es gewesen, wenn er sich bei dir entschuldigt hätte? Mit einem einfachen "Tut mir leid", das ist bei Uli nicht getan. Und was ist, wenn er plötzlich doch ankommt? Er war schon vor einiger Zeit bei mir. Was? Das sagst du mir erst jetzt? Naja, ich habe ihn rausgeschmissen. Guten Tag. Herr von Rohnfeld, guten Tag. Bitteschön. Ja, danke. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee? Nein, vielen Dank. Ich muss eigentlich gleich wieder zurück in den Verlag. Haben Sie denn mittlerweile mit jemandem in Ihrer Firma über das Projekt meiner Frau gesprochen? Ja, selbstverständlich. Und unser verantwortlicher Lektor ist sehr angetan. Oh, das freut mich. Ja, aber leider geht es tatsächlich nicht ohne Ihre finanzielle Unterstützung. Mhm. Solche Bildbände sind sehr aufwendig in der Herstellung und darum entsprechend teuer. Die meisten schönen Dinge im Leben sind sehr teuer. Sie sagen es. Einen Moment bitte, ja? Wie hat eigentlich Ihre Frau reagiert? Sie freut sich doch sicher sehr, dass es mit der Veröffentlichung klappt. Um ehrlich zu sein, habe ich ihr noch gar nicht gesagt, dass ich mich an den Produktionskosten beteiligen werde. Es würde sie nur verletzen, glaube ich. Verstehe. Seit sie weiß, dass das Buch verlegt wird, arbeitet sie noch viel intensiver daran. Diese Freude möchte ich ihr nicht zerstören. Sie können sicher sein, von mir erfährt Ihre Frau kein Wort. Ist das die vereinbarte Summe? Davon bin ich überzeugt. Die Quittung erhalten Sie umgehend. So, und jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir hören voneinander. Meine Nummer haben Sie ja. Entschuldigung. Hallo. Hi. Oh, jetzt kriege ich ein richtig schlechtes Gewissen, weil ich mich so lange nicht gemeldet habe. Wie geht's dir denn? Frag lieber nicht. Ich bin stinksauer. Wieso? Hab mich über Philipp geärgert. Hat er dich versetzt? Ach, darüber würde ich mich nicht aufregen. Philipp hat eine Wohnung gekauft. Ja und? Was ist daran so schlimm? Ja, eigentlich nichts. Aber vorher hat er immer behauptet, er hätte kein Geld. Vielleicht wollte er dich ja überraschen. Ja, das hat er mir auch erzählt. Aber der Punkt ist, dass er Arno hängen lässt. Du meinst, Philipp hätte Arno sein Geld anbieten müssen? Ja. Ständig hat er mir erzählt, wie gerne er Arno finanziell unterstützen würde, wenn er nur könnte. Und dann kauft er eine Wohnung für 500.000. Ist doch eine Sauerei. Mich wundert das ehrlich gesagt nicht. Arno ist sein Cousin. Steffi, ich sag's dir nicht gern, aber ich habe Philipp noch nie getraut. Er kann total skrupellos sein. Und außerdem lügt er. Philipp, ist es total egal, ob Arno morgen unter einer Brücke schlafen muss. Hauptsache, er hat seine Schäfchen am Trocknen. Schön, das Schloss jetzt bei dem Licht. Also, wenn du so weitermachst, dann werde ich noch ganz neidisch auf den alten Kasten. Ich habe auch nicht gedacht, dass das so viel Arbeit wird mit dem Buch. Übrigens, ich habe noch mal mit dem Verleger gesprochen. Mhm. Auch der verantwortliche Lektor ist ganz begeistert von deinem Buchprojekt. Ja, aber er hat noch nicht mal den Entwurf gesehen. Ja, wahrscheinlich hat von Rohnfeld ihm dein Exposé gezeigt. Und das hat ihn überzeugt. Oh. Doch, wirklich? Nein, er soll erst mal die Sachen im Detail anschauen und dann urteilen. Jetzt stell doch dein Licht nicht so unter den Scheffel. Ich bin nur realistisch. Denen gefällt eben, wie du an die Sache rangehst. Weißt du, mir reicht es, wenn das Buch sich ordentlich verkauft und kein Verlustgeschäft wird. Wie kann ich dich nur von deinem Talent überzeugen? Indem du mich gewinnen lässt. Wie bitte? Wer zuerst am alten Teich ist, ja? Und dann! Milli ist stinksauer auf uns und vor allem auf mich. Au! Ach, soll ich dir helfen? Nein, ihr kriegt das schon alleine hin, danke. Immerhin weiß Milli jetzt, dass sie uns nicht egal ist. Ja, das wird zwischen uns aber trotzdem nichts ändern. Das Vertrauen ist einfach futsch. Ich wollte nur, dass der Kontakt nicht völlig abreißt. Na? Ah, du, hier ist auch ein Loch drin. Da könntest du ja dann gleich weitermachen. Nichts da! Bruderliebe, ja? Ich hab grad so scharfes Chili gegessen.
Mit wem warst du denn weg? Mit Millie. Über dich haben wir uns gerade unterhalten. Ach, und wir uns über dich? Sie hat sich übrigens sehr gefreut, dass du bei ihr warst. Dann hat sich mein Besuch ja doch gelohnt. Ich war mir nicht so sicher. Ja? Millie war etwas ruppig. Das kann schon sein, aber du kennst sie ja. Millie ist nicht so tough, wie sie manchmal tut. Philipp ist kein Engel. Aber sowas Hinterhältiges. Nein, das glaube ich nicht. Mit der Eigentumswohnung hat er dich doch auch angelogen. Ach komm, das ist was anderes. Wer sagt denn, dass er dir nicht schon früher einen Haufen Lügen aufgetischt hat? Also das hätte ich gemerkt. Ich jedenfalls vertraue Arno mehr als Philipp. Und du solltest das auch tun. Arno hat seine Firma selbst ruiniert. Dass er in so einer Situation einen Sündenbock sucht, das ist nur normal. Du kennst ihn. Wenn er wirklich schuld wäre, dann würde er auch dazu stehen. So langsam weiß ich wirklich nicht mehr, was ich glauben soll. Weißt du eigentlich, wie schlecht es Arno geht? Er hat alles verloren und ist völlig am Ende. Es hat ihn total getroffen, dass du dich von ihm abgewandt hast. Hey, tut mir leid. Eigentlich wollte ich mich da nicht einmischen. Schon gut. Ich bin ja froh, dass du es mir überhaupt gesagt hast. Oh, hallo. Hallo. Bitte lass dich nicht stören. Ich brauche nur die Nummer vom Verleger. Ich bin sowieso fast fertig. Gibt's was Neues? Nein, ich wollte mich eigentlich nur bei ihm bedanken. Wofür? Dass er mein Buch herausbringen will. Er war ja anfangs ziemlich skeptisch, besonders was die Kosten anbelangt. Oh, danke. Von Rohnfeld weiß, was auf ihn zukommt. Er hat deine Arbeitsunterlagen gesehen. Ja, trotzdem geht er ein Risiko ein. Schließlich ist es das erste Mal, dass ich als Autorin arbeite. Aber es macht mir ungeheuren Spaß. Ich bin sehr froh über diese Arbeit. Das Buch wird sich sehr gut verkaufen. Das ist lieb von dir. Reine Berechnung. Ich wollte dich mal wieder lächeln sehen. Die Rechnung geht auf. Wie weit bist du mit deiner Arbeit? Etwas über die Hälfte. Da hast du ja noch gut zu tun. Ja. Vor allem, wenn mich Henning dauernd zu irgendetwas überreden will. Ja. Er kann nur nicht ertragen, dass jemand noch mehr arbeitet als er. Ja, das wird es sein. Ich muss jetzt weitermachen. Caroline? Ja? Ich freue mich sehr auf das Buch. Wir alle. Danke. Ja, Frau Weißmüller, ich weiß, dass das Abi-Stoff ist. Wie hieß denn jetzt das Buch nochmal? Danke. Nein, nein, ich werde nächste Woche auf jeden Fall wiederkommen. Alles klar, auf Wiederhören, danke. Hi. Du, hat Nick dich geschickt? Nein, hat er nicht. Kann ich reinkommen? Nett, habt ihr es hier? Ja, wir sind noch nicht ganz eingerichtet. Meine Mutter wollte hier unbedingt einziehen. Also, ich finde es sehr schön. Wolltest du was Bestimmtes? Naja. Ich kann mir schon denken, was du mir sagen willst. Millie, mir tut das alles wahnsinnig leid. Wir waren zusammen und haben uns wieder getrennt. So was passiert eben. Wenn ich wenigstens ehrlich zu dir gewesen wäre. Ja, sehr fair warst du nicht, das stimmt. Ach, Mann, das kam alles so überraschend.
Die ganze Sache mit Tom, ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und hast du alles abgekriegt. Ich hab's überlebt. Bitte glaub mir. Du hast mir immer sehr viel bedeutet. Und das tust du auch jetzt noch. Caroline ist ja richtig aufgeblüht, seit sie an dem Buch arbeitet. Ja, scheint ja eine Menge Spaß zu machen. Und dass ihr auch gleich einen Verlag gefunden habt, ein schöner Erfolg. Naja. Was heißt naja? Um ehrlich zu sein, habe ich da ein wenig nachgeholfen. Könntest du dich ein bisschen konkreter ausdrücken? Ich beteilige mich an den Herstellungskosten. Warum denn das? Um den Verkaufspreis zu drücken. Ach so, so eine Art Kultursponsoring. Ja, genau. Bei solchen Projekten ist das durchaus üblich. Mhm. Aber bitte, ich möchte auf keinen Fall, dass Caroline irgendetwas davon erfährt, ja? Warum denn nicht? Das schmälert ihre Arbeit doch überhaupt nicht. Aber genau das würde sie glauben und das möchte ich nicht. Ach, diese Geheimnistuerei gefällt mir überhaupt nicht, Henning. Ja, mir doch auch nicht, aber was soll ich machen? Dem Verleger hat die Idee gut gefallen, nur die Kosten waren ihm zu hoch. Hm, da bist du eingesprungen. Genau. Du hättest trotzdem mit ihr reden müssen. Du kennst doch Caroline. Die möchte am liebsten alles aus eigener Kraft schaffen. Aber wenn das rauskommt, Henning, dann wird das nicht dein Glückstag, das weißt du hoffentlich. Das wird eine mittlere Katastrophe. Siehst du? Ja. Rede mit ihr. Das kann ich nicht. Also mach, was du willst, aber richtig ist das nicht. Das ist mir egal. Ich bleib dabei. Bitte, Arno, nur einen Moment. Was willst du? Ich wollte fragen, ob ich dir irgendwie helfen kann. Ich habe mich wohl verhört. Was hast du gerade gesagt? Ich möchte dir gerne helfen. Möchtest du? Dann geh zur Polizei und sag, dass du für den Schaden an der Messerhalle verantwortlich bist. Und jetzt raus hier! Schade, ich hatte gehofft, dass der irgendwie... Noch ein Wort und ich vergesse mich. Nichts ist gut. Du hast alles zerstört, wofür ich mein Leben lang gearbeitet habe. Meine gesamte Existenz! Ja, hör auf, mich anzuschreien, du bist ja wahnsinnig! Gleich passiert noch etwas ganz anderes! Verschwinde von hier! Auf der Stelle! Und komm mir nicht mehr unter die Augen! Es ist eindeutig meine Schuld, dass das zwischen uns auseinandergegangen ist. Quatsch, wir haben beide Fehler gemacht. Ich habe mich verhalten wie ein Schwein. Das muss schrecklich für dich gewesen sein. Ich war schon ziemlich durcheinander. Wir hätten uns schon viel früher mal richtig zusammensetzen müssen. Und nicht erst jetzt. Daraus wäre nichts geworden. Wieso nicht? Weil ich dazu noch lange keinen Abstand hatte. Es gab Momente, da habe ich dich gehasst. Und jetzt? Es ist vorbei. Sicher? Ehrlich. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich mich meinen Typen verlieben würde. Niemals. Ja, das war bestimmt verwirrend für dich. Ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Das hat man gemerkt. Du warst total verändert. Richtig fremd. Ich bin weggelaufen. Vor Tom, vor dir und vor allem vor mir selbst. Wieso bist du denn nicht zu mir gekommen? Vielleicht hätten wir das gemeinsam lösen können. Weil ich Angst hatte, dass du mich für bescheuert hältst. Hätte ich nicht. Woher sollte ich das wissen? Millie, ich wollte dich nicht verlieren. Und ich habe genau das Falsche gemacht, nämlich nichts gesagt. Glaubst du, du kannst mir verzeihen? Bitte. Ich bin so froh. Du bist eine tolle Frau, weißt du das? Ach Quatsch, ich habe total viele Fehler. So viele sind es auch wieder nicht. Doch, einer ist zum Beispiel, dass ich dir verziehen habe, obwohl du ein gemeiner Kerl bist. Das war jetzt unfair. Nein, fass nicht! Doch, hey, komm her. Aha, schon fertig mit dem Buch?
Na klar, was denkst du denn? Es war ein ziemlich anstrengender Tag heute. Aber ich habe so einiges geschafft. Was sagt dein Lektor? Ich habe heute nur mit dem Verleger telefoniert. Wir haben den Zeitplan besprochen. Und wenn alles gut läuft, dann schaffe ich es. Das ist doch super. Ja, aber am meisten freue ich mich über Henning. Es klappt wieder besser zwischen euch. Ja, er hat mir heute diesen Obstkorb gebracht. Ich hatte zwar überhaupt keinen Hunger, aber es war so süß. Kannst du etwas für dich behalten? Ich glaube schon. Ich möchte Henning gerne dieses Buch widmen. Was hältst du davon? Da wird er sich bestimmt freuen. Wenn ich über all das nachdenke, dann verstehe ich gar nicht, warum wir uns eine Zeit lang so fremd waren. Sei froh, dass es vorbei ist. Das bin ich auch. Soll was? Er ist Philipp, denn du. Ich will euch beide nicht sehen. Ich wusste nicht, dass Philipp hier war. Natürlich nicht. Wirklich, ich hatte keine Ahnung, dass er herkommen wollte. Und was willst du? Möchtest du mir vielleicht beim Einpacken helfen? Es tut mir leid. Davon habe ich nichts. Eigentlich bin ich gekommen, weil ich dir meine Hilfe anbieten wollte. Kaum zu glauben, dass du dich nicht mit Philipp abgesprochen hast. Dein Freund wollte mir ebenfalls hilfreich unter die Arme greifen, nachdem er mich ruiniert hat. Aber ich meine es ehrlich, Arno. So. Ich könnte dir Geld leihen, vom Ladenverkauf. Ist dir endlich klar geworden, was Philipp für ein Mensch ist? Lass doch bitte Philipp mal aus dem Spiel. Er hat mit uns beiden nichts zu tun. Das sehe ich anders. Warum können wir nicht ganz normal miteinander reden? Das konnten wir doch früher auch. Ganz richtig. Früher. Du warst immer wie ein Vater für mich. Steffi, ich habe Brandenburg verloren. Ich habe dieses Haus hier verloren. Ich habe viele Millionen Mark Schulden am Hals. Das alles ist Philipps Werk. Ich kann das einfach nicht glauben. Es ist aber so. Und solange du diesem Mann vertraust, kommen wir beide nicht zusammen. Und jetzt geh. Bitte. Auf dein Buch. Hoffen wir, dass es sich verkauft. Er ist gerade für Ihren Mann abgegeben worden. Oh, danke, Christiane. Er wird sicher gleich hier sein. Vom Verlag. Mhm. Oh, ihr feiert schon? Ja, setz dich doch. Gern. Schau mal, Rohnfeld hat sich gemeldet. Ach, lass uns das später machen. Ich bekomme jeden Tag so viel Geschäftspost, Caroline. Ich kann dir das erklären. Mein Mann bezahlt den Verleger, damit der mein Buch veröffentlicht. Und ich habe dir vertraut.